Wenn man von der Wall Street spricht, dann denken viele in Deutschland oft, naja, gemeint ist irgendwie der Dow Jones, aber nein, ich meine dann eigentlich fast immer den S&P 500, den Leitindex der Welt, der ist als Future extrem bedeutsam und vor allem bildet er die 500 wichtigsten Unternehmen der USA ab, ist extrem marktschwer. Die institutionellen Investoren orientieren sich an diesem S&P 500 und der ist heute zum vierten Mal hintereinander um einen Hauch an seinem Allzeithoch vorbeigeschrammt. Wir waren viermal hintereinander jetzt an den letzten vier Handelstagen nur maximal 0,15% entfernt von diesem Allzeithoch. Aber er will einfach nicht drüber. Wir haben heute wieder minimalste Handelsvolumina und vor allem wir haben die geringste Handelsrange seit dem 26. Dezember 2019, seit eineinhalb Jahren also etwa. Normalerweise 26. Dezember, da ist gar nichts los. Nach Weihnachten hat keiner wirklich Lust, irgendwas zu machen. Und so ist es jetzt auch offenkundig in Erwartung der US-Verbraucherpreise. Da will man sich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Schauen wir uns mal ein paar innere Strukturen beim S&P 500 an. Wir sehen, dass die Marktbreite sich verschlechtert. Weniger Unternehmen, immer weniger Unternehmen handeln jetzt über ihrem 50-Tages-Durchschnitt. Obwohl der Index weiter gestiegen ist. Also die Marktbreite wird schlechter, ein vielleicht nicht so gutes Signal, aber wir sehen auf der anderen Seite, dass die Marktbreite beim Nasdaq und beim Russell 2000, diesem Nebenwerteindex, besser wird. Hier ist die Zahl derjenigen Aktien, die über ihrem 50-Tages-Durchschnitt handeln, nach oben gegangen, beim S&P 500 nach unten gegangen. Was wird jetzt kommen? Was wird da passieren? Wird die Wall Street, werden die Märkte insgesamt sehr, sehr intensiv auf diese Verbraucherpreise reagieren? Jedenfalls sehen wir, dass die Money Manager, also diejenigen, die größere Summen verwalten, jetzt wieder deutlich, deutlich auf der Long-Seite sind. Innerhalb der obersten 5 Perzentile historisch gesehen. Also ist nicht so, dass da das ganze Geld jetzt an der Seitenlinie wartet. Es sind vor allem diejenigen, die sozusagen discretionary unterwegs sind, also die selber Entscheidungen treffen und nicht die computerbasierte handeln, so hier diese Grafik. Aber sei es drum, wir sehen jedenfalls, dass der VIX hier nach wie vor im Abwärtstrend ist, also die Vola. Aber Sven Henrik zeigt, dass hier möglicherweise unten noch ein Gap geschlossen werden kann, dann aber vieles danach aussieht, als würde die Vola nach oben ausbrechen. Wir werden sehen. Man darf wirklich gespannt sein, wie die Märkte morgen reagieren. Das ist viel wichtiger als die EZB-Sitzung, die morgen auch ist. Aber was will die EZB uns schon Neues sagen? Neues heute wieder von Bitcoin. Da ist viel Euphorie jetzt oder zumindest Entspannung, kann man sagen. Bitcoin war ja schwer, schwer unter Druck, hat sich halbiert seit dem Hoch im April. Heute gehen wir wieder nach oben, sind so im Bereich 36.500, hatte ich zuletzt gesehen. Hier hatte Mike McLone gesagt, ja, also da ist so stark, die Sentiment-Indikatoren sind so stark nach unten gedriftet, dass es wahrscheinlicher ist, dass Bitcoin erstmal wieder 40.000 Dollar erreicht als etwa 20.000, also die Wahrscheinlichkeit, dass da sozusagen eine technische Reaktion kommt, war nicht gerade gering. Das heißt aber noch lange nicht, dass Bitcoin aus dem Schneider ist, dass also jetzt die ganze Geschichte sofort wieder gut aussieht. Warum ist man so ein bisschen erleichtert? Nun, trotz Meldungen wie aus China, hier hat die Provinz Qinghai, spreche ich wahrscheinlich falsch aus, jetzt alle Kryptominer angewiesen, ihre Tätigkeiten unmittelbar einzustellen. Das hat den Preis aber heute nicht beeinflusst, sondern man jubelte noch bei den Freunden des Bitcoins und anderer Kryptowährungen über die Entscheidung von El Salvador, Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel anzuerkennen. Hurra, das ist ja eine tolle Nachricht. Aber da muss man vielleicht mal fragen, wie schaut es denn eigentlich mit der praktischen Umsetzung aus? Das ist ja nicht so ganz einfach. Das hat noch kein Land bisher gemacht. Und jetzt haben wir die Situation, naja, hier mal die Nachfrage von Rich Kleinbauer. Habt ihr irgendwelche Berater irgendwie engagiert, die euch das vielleicht umsetzen können? Und vor allem so eine parallele Währung praktisch einzuführen, ist jetzt nicht so ganz einfach, aber natürlich ist die Euphorie erstmal groß. Nach der praktischen Umsetzung fragt erstmal keiner. Klar ist das für Bitcoin schon ein gewisser Durchbruch, kann man sagen, aber das ist natürlich schlecht, wenn die USA und vor allem China eher die ganze Geschichte nach unten prügeln wollen oder zumindest hier teilweise bestimmte Regularien oder gar Verbote aussprechen, wie im Fall von China. El Salvador ist natürlich jetzt nicht so der ganz große Dickfisch. El Salvador, um das mal klar zu machen, hat eine BIP von 27 Milliarden Dollar bei einer Bevölkerung von 6,5 Millionen Einwohnern etwa.
Die Stadt Hamburg hat ein BIP von 120 Milliarden Euro. Das wären also noch ein paar Dollars mehr. Und also praktisch würde ich mal schätzen, so 180 Milliarden Dollar. Also das wäre dann schon locker das Fünffache etwa dessen, was El Salvador an BIP auf die Waage bringt, die Stadt Hamburg alleine. Und wir sehen hier mal El Salvador BIP pro Kopf 4.700 Dollar. Auch das ist nicht gerade bedeutsam. Also wir sehen, das ist natürlich jetzt nicht gerade so das Land, das hier Maßstäbe setzen dürfte. Es ist ein interessantes Experiment. Man darf gespannt sein, wie das in der Praxis funktioniert. Diese Frage habe ich noch nirgendwo gesehen bei denjenigen, die sozusagen Bitcoin-Fans sind. Vielleicht das nur mal als Gedankenanstoß. Aber sei es drum, kommen wir wieder zurück zu den Märkten. Wir hatten heute Campbell, die diese Suppen herstellen, Fertiggerichte etc. Und da hat man gesagt, oh, die steigenden Kosten, mithin also die Inflation, die haben unseren Profit so ein bisschen angeknackst. Und genau das ist das Motiv, das vielleicht dann in der Berichtssaison in den USA tragend werden könnte. Wie schaut es eigentlich aus mit den Margen? Wir hatten heute die Erzeugerpreise aus China, die deutlich stärker gestiegen waren. Die Verbraucherpreise in China waren etwas niedriger als erwartet. Das heißt, für Chinas Firmen steigen die Kosten extrem viel schneller als die Verbraucherpreise. Das heißt, man kann diese Kosten nicht wirklich weitergeben an die Konsumenten. Und das dürfte möglicherweise das Thema sein, das wir dann in nächster Zeit bekommen. Und was heute die Märkte durchaus beeinflusst hat, ist der Abbruch der Gespräche zwischen Demokraten und Republikanern. Man scheint da nicht zueinander zu kommen in Sachen Infrastruktur. Und das ist ja ein Treiber auch für die Rohstoffmärkte, für die Inflationserwartungen. Wir sehen, dass heute etwa Öl unter Druck ist. Wir sehen, dass insgesamt die Anleiherenditen unter Druck sind. Dazu gleich mehr. Jetzt ist die Situation die, dass die Demokraten natürlich einen Alleingang machen könnten. Die sogenannte Reconciliation, da würden dann 50 Stimmen im Senat ausreichen. Aber es gibt zwei Demokraten, nämlich Manchin und Sinema, die sagen, nee, eigentlich das wollen wir nicht. Wir wollen nicht sozusagen diesen Alleingang der Demokraten, denn dann würden später auch die Republikaner solche Alleingänge machen, wenn die mal wieder am Ruder sind. Also das wird eine ganz schwierige Geschichte. Kann sein, dass das alles so nicht kommt oder viel abgespeckter kommt. Und das hat heute durchaus die Märkte beeinflusst. Siehe Anleiherenditen mit Romney, der von den Republikanern noch am nächsten vielleicht an den Demokraten dran ist, hat gesagt, also Steuererhöhungen auf gar keinen Fall, damit wird das nicht gegenfinanziert werden können, das würde dann direkt wieder in die Verschuldung reinlaufen. Also das wird eine schwierige Geschichte. Und jetzt die Anleiherenditen heute gefallen und wir sehen hier von JP Morgan, die Kunden von JP Morgan, die sind short in dieser Anleihe, die erwarten also steigende Renditen und jetzt passiert erstmal das Gegenteil. Wir sehen also praktisch hier einen Short Squeeze bei den Anleihen und wir sehen auf der anderen Seite ja nach wie vor diese Repo-Geschichte. Da haben wir 500 Milliarden Dollar am Dienstag, die da bei der Fed geparkt wurden in diesen sogenannten Reverse Repo. Die normalen Repos sind ja im Prinzip ein Prozess, wo eine Bank hergeht und sagt, guck mal, ich habe hier Staatsanleihen, die hinterlege ich als Sicherheit und bekomme von dir Cash, also von der Fed. Jetzt sind diese Reverse Repos genau das Gegenteil. Die Fed geht her und sagt, hier habt ihr Staatsanleihen, gebt ihr mir Cash. Warum tut die Fed das? Warum ist derzeit die Situation am Repo-Markt so, dass da neue Rekorde erreicht werden, praktisch täglich? Hier gibt es eine interessante Theorie, die mir ein Zuseher vermittelt hat, indem er auf einen Artikel hingewiesen hatte. Die geht davon aus, dass die Fed wohl weiß, dass diese Geldmenge, die sie geschaffen hat, sind ja glaube ich 27% dem Zuwachs an der Geldmenge M2 jetzt seit der Corona-Krise, dass sie die in dem Interbankensystem halten will und deswegen sozusagen diese Liquidität dort bei der Fed geparkt wird, dass die also sozusagen nicht inflationär wirkt. Finde ich einen hochinteressanten Gedanken. Also die Fed versucht faktisch, die Inflation zu kontrollieren, indem sie diese massive Liquidität innerhalb des Bankensystems lässt und nicht frei lässt sozusagen, um die inflationären Drucksituationen nicht zu verstärken, womit sie dann stärker auf die geldpolitische Bremse treten würde. Interessanter Punkt. Jedenfalls sehen wir, dass heute die US-Staatsanleihenrendite, um dieses Thema nochmal aufzugreifen, unter die 1,5% im Marke gefallen ist und mein Kollege Wolfgang Müller hatte darüber einen interessanten Artikel geschrieben, Inflation, die seltsamen Signale der Anleihemärkte, denn wir haben ja die Situation,
Morgen werden wir wahrscheinlich eine Zahl über 4% kriegen bei den US-Verbraucherpreisen und dann eine Rendite für eine 10-jährige Staatsanleihe von 1,5%. Das kann nicht funktionieren. Das kann nur dann funktionieren, wenn die Märkte erwarten, dass diese Inflation wieder deutlich zurückgeht. Das würde aber bedeuten, dass möglicherweise die Wirtschaft gar nicht so stark boomt. Jedenfalls scheinen die Märkte noch an das Narrativ der Fed zu glauben, dass hier diese Inflation transitory sei, also vorübergehend. Mal sehen, ob sie recht haben. Morgen, das wird der große Hingucker, 14.30 Uhr, US-Verbraucherpreise. Jetzt einen schönen sommerlichen Feierabend. Servus und ciao.